Du bist mit Tangible Baby? Okay. Megamarsch hast du noch nicht, oder? Doch klar, ich habe Megamarsch habe ich schon vor Ewigkeiten freigeschaltet. Den habe ich auch öfter bekommen. Wo ist der Steinhaufen? Ach, ich habe den ins Glas gepackt. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Es sieht übrigens, falls ihr... falls ihr direkt im C-Section-Raum starten wollt. Le Hoopla, 100 Bits. Vielen lieben Dank. Ich meine, Feuerrate ist ein bisschen Müll, aber das ist okay. Ich bin relativ optimistisch, dass C-Section in der Lage sein wird, das auszugleichen. Manchmal muss man einfach was Gutes finden, versteht ihr? Manchmal muss man auch einfach was Gutes mitnehmen. Feuerrate ist aber... ist natürlich noch ein bisschen Müll. Hier ein Secret Room? Dankeschön. Kann ich das aufmachen? Ach, ich muss den richtigen Abstand haben, damit das funktioniert. Okay. Typische Sätze am Anfang eines Runs. Feuerrate ist Müll, aber es wird schon. Ja, ja, ja. Ich meine... ist ja so. Vor allem glaube ich, Tainted Blue Baby auch eine unterdurchschnittliche Feuerrate. Möchte ich dazu anmerken. Tainted Blue Baby ist so scheiße. Ja, yeah, aber stell mal vor, du kriegst einen... du kriegst einen guten alten C-Section-Start hin. Ah, das ist der falsche Haufen. Hm. Nee, gehen wir einfach mal weiter. Oh, Säumig wäre super cool. Kommt Isaac dann eigentlich noch, wenn du Godhead hast? Gibt ja viele Mods. Also, zunächst mal, Godhead werden wir nicht bekommen, wenn wir alle Checkmarks haben. Fangen wir mal damit an. Dafür muss ich nämlich auch noch jedes Item gefunden haben und... da geht ja eigentlich erst der richtige Spaß los. ich weiß nicht, mal schauen, wir könnten dann auch... Oh. So Run-Generator-Zeug machen oder so. Wir werden einfach mal schauen, wie meine... je nach Lust und Laune, wie wir das machen wollen. Box. In erster Linie muss man natürlich sagen, wir haben Dead God nicht. Und es kann auch noch sehr lange dauern, bis wir ihn bekommen. Alpha-Pill ist ziemlich gut. Das sollten wir halt erstmal nicht unterschätzen. Erst wenn du alle Unlocks hast, kannst du richtig anfangen zu spielen. Ja, dann kann ich auch endlich, die Top 10 Repentance Items machen. Darauf arbeite ich doch die ganze Zeit schon hin. Wir nehmen das Soul Heart mit. Dann brauchen wir ein Schlüsselchen, um... Komm, wir nehmen die Kiste auch noch mit. Nee, warte, wir wollen The Beast machen. Wir wollen gar nicht Mother machen, wir machen The Beast. Aber wir gehen trotzdem in eine andere Ebene rüber, weil wir mehr Items bekommen können. Dafür schaltest du alles frei für Top 10 Video. Richtig. Alle Items finden ist nicht die härteste Challenge. Ich meine, ich denke, ich muss dafür Secret Rooms... warum pausiere ich? Die Zeit ist egal, wir sind nicht mehr im Boss Rush Modus. Ich denke, ich muss dafür Secret Rooms dann grinden, wenn ich sie gezielt haben will. Was wahrscheinlich eine Methode ist, aber so zu spielen finde ich immer sehr lahm. Nein, 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 nein! Ach ja. Da waren die Augen wieder mal größer als der Mund. Alle Mobs erwischt ist das Nervigste. Wenn ihr mich nach dem Run dran erinnert, können wir nach den Mobs mal schauen. Ich meine, ich weiß, dass der eine große Scheißehaufen nicht zählt. Au. Ja, aktuell habe ich hier auch mit C-Section noch ein bisschen Probleme, wisst ihr das?
Zufallprinzip ist auch lustiger als zu grinden. Ja, ja, ich denke auch, ich denke auch. Deswegen gehe ich aber auch davon aus, dass es noch ein bisschen dauern wird. Gibt es eine Mod, die Isaac auf Bayerisch übersetzt? Ich hoffe doch. Ah, ich denke, wir werden den Goldraum skippen. Ehrlich gesagt. Wofür es natürlich viele Gründe gibt. Au. Was? Hat das ganze Herz Schaden gemacht? Was meint die Bombe? Weg mit dir. Wichtig, 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 wichtig. Den Devil Deal skippen wir. Das kann ich mir nicht leisten. Ah, Pentagramm, gutes Pickup. So, genau. Goldraum werde ich, denke ich, skippen einfach. Ich meine, ihr wisst Bescheid, wenn man zu The Beast geht. Ihr kennt die Regeln. Wir machen das nicht zum ersten Mal. So ein kleines Planetarium könnte schon ganz nett sein. Auf dem Rückweg haben wir dann die Wahl zwischen zwei Items, von denen wir auch beide tatsächlich sehen können. Wird das nicht angenehm? Es gibt eine Mod, die Bambo durch Jumbo Schreiner ersetzt. Was? Au! Ich war noch zu abgelenkt. Ich will gar nicht rein. Ich wäre jetzt einfach den Goldraum marschiert. Wusstest du, dass du den Crack Key auch bekommst, wenn du ein Trinket im Raum von Dad's Note ablegst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oder? Habe ich das schon mal gemacht? Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, in der letzten Ebene lege ich es dann immer im Goldraum ab, weil das mit dem Dad's Note Raum, dem vertraue ich nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Wir haben nämlich keinen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Was wäre heute mein Wunschplanetariums-Item? Gibt's eins, das meine Feuerrate vernünftig erhöht? Ach, komm schon. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wäre mein Wunsch? Luna? Luna gibt auch mehr Secret Rooms, oder? Erhöht doch Feuerrate, wenn ich Secret Rooms habe. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja? Jetzt bringen wir dann zum Beispiel gegen die Reiter und gegen den Beast nichts mehr. Ja, nee, keine Ahnung. One makes the smallest in Ordnung. Keine Ahnung, was gerade mein Wunsch Planetarium-Item wäre, muss ich gestehen. Könnt ihr beim nächsten Zombie-Run hilfreich sein, wenn ihr mal wieder einen Beast-Run macht und vergesst, ein Trinket abzulegen? Ja, aber dann legen wir es ja im Goldraum ab. Bei der letzten Ebene. Das geht ja genauso. Ja, Terra geht auch immer. Okay. Tears up! Tears Up war ein unnormal wichtiges Pickup hier gerade. Wisst ihr das? So, wen haben wir denn als Boss hier? Wieso machst du die Mana-Route, wenn du zu dem Beast willst? Wegen den zwei Goldraum-Items bin ich hier. Und dem zusätzlichen Boss-Item. Geh doch mal weg. Also ja, an sich müssen wir nicht hier sein, aber... Ich denke, es kann auch nicht zu sehr schaden. Wo ist denn der Siggi hier? Na, hier ist er nicht. Da wird er wohl zu meiner Rechten sein. Das heißt, wir können uns doch da oben reinsprengen.
Huh. Wir machen erstmal den normalen Boss. An dem Punkt kannst du auch die Mine noch rückwärts gehen, damit du einen Gegner noch erwischt. Ah, dafür muss ich... Ich habe gerade einen sehr schlechten Charakter dafür. Na, dann wiederum, ich habe hier zwei Bomben. Wir machen das, okay? Wir machen das. Ihr habt mich überredet. Bring ihn um! Au, nicht mich, ihn. Eins der wenigen Male, dass der Sacred Heart Haufen tatsächlich was bringt. Beziehungsweise der Heilige Haufen. Schwarzes Herz. Tatsächlich auch sehr wichtig. Trinket liegen lassen. Kann nicht schaden. Ja, doch. Glyph of Balance ist eigentlich auch immer sehr stark. Nee, wir werden jetzt nicht hier komische fancy Bombenplays machen, habe ich gerade beschlossen. Oh, das waren zwei Explosionen. Easy. Das war gut. Das war doch ziemlich gut. Warte, wer war... Ach, der Boss war der Wurm. Nee, wir werden doch nicht zu The Lost an dem Punkt, glaube ich. Ich habe gerade spontan beschlossen, dass wir den Wurm... Der war gerade sehr nervig zu bekämpfen. Machen wir nicht. Das sehen wir aber mit. Da habe ich nichts gegen einzuwenden. Der Wurm ist immer nervig. Ja, aber vor allem jetzt, wo ich keine Bomben legen kann und sowas, ist er mir erst recht zu riskant. Schlüssel, dankeschön. Goldraum oder Shop? Shop! Shop! Den Goldraum können wir auch auf dem Rückweg mitnehmen. King Baby, ja oder nein? Ich meine Conjoined. Box of Friends könnte hilfreich sein, aber... Nee. Hätte ja was anderes. Ah, Members Card. Dann können wir noch was anfangen. Ja, nicht allzu gut gerade, aber... Blaue Herzen? Nee, ja, ich habe erstmal genug Soul Hearts. Und ich habe die Glyph of Balance, das heißt, ich kriege immer das Pickup, das ich am meisten brauche. Warte, ich könnte die Ebene noch als... Wir können noch die Spielebene ein bisschen machen und da vielleicht noch einen Schlüssel mitnehmen. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich. Schlüssel per Goldraum wäre auch nicht verkehrt gewesen, aber wir können auch so noch ein bisschen... rumdüsen. Wo war das weiße Feuer? War doch auf der Ebene. Es war auf der Ebene. Wo ist mein weißes Feuer hin? Oben bei Gold? Oh ja. Wo auch immer ich nochmal nach links gegangen bin. Das heißt, wir können auch direkt mal die Kiste mitnehmen. Schlüssel. Folgende Sache. Ich bin Feigling. Dementsprechend werden wir nicht in die Spielebene gehen. Chemical Peel. Naja. Wäre jetzt beides nicht der Oberhammer gewesen. Also was soll's. Ist jetzt beides nicht so gut. Habe ich ansonsten alles? Ja, ich denke, ich habe ansonsten alles. Okay, weiter geht's. Was mit Super Siggy? Nee, es ist mir nicht wert mit Tent Blue Baby. Da ich nur begrenzt viele Bomben habe immer. Oh Gott.
Jo, King Baby, du leistest gute Arbeit, oder? Ja, King Baby leistet hervorragende Arbeit. Gehen wir noch gratis hier rein. Yeah! Was haltet ihr davon? Ja, was haltet ihr von dem Wurf? Dann können wir mit Feuer und Gift noch ein bisschen was wegsprengen gleich. Oh, goldener Schlüssel. Wichtig, 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 wichtig. Ich dachte gerade, ich will den Raum normal machen, aber er war doch irgendwie echt nervig. Aber danke für die Schlüssel, Jungs. Ach, das war wegen der Glyph wahrscheinlich. Ich hoffe, da werden nicht ab irgendeinem Punkt dann massig Haufen gedroppt, weil ich nur noch, weil ich nur maximal 9 Bomben haben kann, beziehungsweise 9 Haufen. Was zum Fick bist du? Das war eine Lemon Party, meine Freunde. Das war eine Lemon Party, wie sie im Buche steht. Da habe ich mir gleich gottlos eingenässt. Da ist kein brennender Haufen mehr an dem Punkt. Ja, willkommen, Eloban. Wie lief's? Wurden dir die guten Schmerzmittel verschrieben? Ist dir da was ausgelaufen? Ja, da muss mir was ausgelaufen sein. Upsi. Ah, Terrorcloth? Ja, komm. Terrorcloth ist immer gut. High Priestess? High Priestess bedeutet, dass wir den Boss instant killen können. Hab fast 1,5 Stunden warten müssen. Den Teil weiß ich. Soweit habe ich es mitbekommen. Oh mein Gott. Das war nicht so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Bizarrerweise. Dachtet ihr auch, dass wenn Mom zweimal auf die Spinne stampft, dass das mehr Schaden macht? Aber es ist halt diese Spinne. Die Spinne ist immer grauenhaft. Als C-Section hat gut geregelt, würde ich sagen. Nee, komm, das ist eigentlich kein Wettbewerb an der Stelle, was wir eher haben wollen. Nee. Ganz eindeutige Sache. Es heißt, entzündet habe orales Antibiotika und antibiotische Ohrentropfen bekommen und Schmerzmittel. Paracetamol-Tablett mit Codein drin, werd jetzt abhängig oder so. Ich meine, wenn du nicht, dann kannst du bestimmt für einen guten Preis loswerden. Aber ja, das ist... Wirkt es wenigstens? Ist die Schmerz so weit weg von deinem Ohr? Und gute Besserung natürlich, erneut. Das ist der Mann, der sich um Morgis Kanal kümmert. Was meinst du, Eloban? Ist besser definitiv? Na, immerhin. Na, immerhin schon mal das. Haltet Abstand. So, den Tinti nehmen wir mit. 2 Soul Hearts. Easy. Au. Okay. Oh! Was? Das ist super gut. Wir hatten das schon mal, aber falls ihr es vergessen habt, Ankh mit Tainted Blue Baby bringt, dass man einfach als Tainted Blue Baby wiederbelebt wird. Das heißt, das war soweit ein wirklich gutes Pickup. Gutes One-Up haben wir bekommen.
Ankh ist nicht immer ein enttäuschendes Item. Also es ist immer enttäuschend, außer du spielst einen von zwei Charakteren, aber wenn du einer von den beiden bist, ist schon ganz gut. So, kriegen wir noch Bomben. Dankeschön. So, den Haufen sollte ich nicht einfach so achtlos wegwerfen. Danke für die Besserungswünsche, aber warum wusste da schon jemand Bescheid im Chat? Keine Sorge, Eloban, dein Geheimnis, dass du wegen dem Ohr beim Arzt warst, das ist natürlich sicher bei mir. Endlich wieder ein C-Section-Run. Ja. Yeah. C-Section-Runs hat man nicht so oft, leider. Ja, ich weiß nicht, wo der Secret Room hier ist. Dementsprechend ist es umso wichtiger, dass wir aus dem, was... Ach, war ich hier schon unten? Ja, glaube ich, war ich hier, habe ich die Felsen weggesprengt, genau. Dementsprechend ist es umso wichtiger, dass wir aus dem Run was Gutes machen. Ja, hier ist ein ganz komischer Secret Room wieder. Ganz, ganz komischer Secret Room. Ja, und ich glaube, die Glyph zahlt den Bomben jetzt aus, was super nervig ist. Außerdem von Shelly Curry, 2 Monate, Resub. Von Casey Ciliasos, 15 Monate, Tier 2, von Kia, 44 Monate. Nocturnal Riot, frischer Sub, Mafia Das, 15 Monate, Resub. Ich glaube, das war's. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich sollte öfter zu einem Stream kommen. Jedes Mal, wenn ich einschalte, hast du C-Section, dann kann ich dich nur darum bitten. Gibt's denn Mine einen Reiter, der kommen kann? Nicht wirklich, oder? Ah! Das ist immer besonders gefährlich, wenn man das hier macht. Glaub nicht. Wie viele Stunden habe ich jetzt in Isaac? Ah, ich schau nach. Steam gibt mir 959. Das heißt, wir haben bald die vierstellige geknackt. Nicht mehr lange. Das meiste davon müsste auch direkt aus Repentance sein von der Spielzeit. Nee, du, ich will keine Clouds erstellen. Irgendwie... Abseits von... Der seltene Shop! Liegt da... Oh, ich wollte gerade sagen, liegt da nicht immer ein Lucky Penny? Ich glaube, es sind 2 Lucky Pennies. Mächtig. Potenziell. Dann räumen wir mit dem Haufen noch ein bisschen auf. Und erfreuen uns doch mal eben an dem Coupon. Ist das Spiel schon auf 100%? Nein. Kaufen das, damit das nicht vom Coupon erwischt wird. Dann die Rune. 50-50. Shit. Ja, dann wiederum ist auch gut. Ich meine, wenn wir das Buch haben, kann ich das mitnehmen. Mit dem Buch kann ich das aus... Oh, hier ist eine Batterie. Mit dem Buch kann ich das ja easy ausgleichen. Kriegst dann keine Angel Deals mehr? Das ist okay. Hier habe ich doch schon einen Angel Deal. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Wenn Charles auf der Xbox keine Mods gibt, allein wegen den Item-Stats sehen. Du meinst Item-Beschreibungen. Weil die Stats an sich kann man seit, ich glaube, Afterbirth Plus sehen. Ich glaube, du meinst die Beschreibungen. Naja, okay, ich habe die Batterie mitgenommen. Ich wollte zuerst so losziehen und aufladen, dann dachte ich mir, nee, ich kann auch einfach die Batterie mitnehmen. So, wir waren leider schon im Goldraum auf dieser Ebene. Oh, mir fällt gerade auf, ich hätte mal die Knife Pieces mitnehmen sollen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt gewesen. Jetzt ja auch schon zu spät.
hör auf, die dummen Haufen mir zu geben. Warte, ich war jetzt schon überall, wo es in jedem Raum, der von Bedeutung ist. Vielleicht werden wir Guppy. Ah ja, ich hab ein Guppy-Item. Warte, das ist sogar nicht ausgeschlossen. So, Feuerrate ist auch nicht mehr allzu übel, sehe ich gerade. Das weiß ich doch soweit auch schon mal sehr zu schätzen. Damage könnte natürlich noch deutlich höher sein. Und hoffentlich kriegen wir noch irgendwas, was lustige Item-Effekte hat. Ich habe nämlich ein Luckset von 3 inzwischen. Und ich denke, 3, das ist, da kann man schon was Lustiges bekommen. Ein bisschen Schabernack. Ach, meine Feuerrate steigt jedes Mal, wenn ich Schaden nehme. Na, das ist natürlich fantastisch für... dann, wenn wir beide Beasts sind. Gott, ich hasse diesen Boss so sehr. Denn da kann ich dann noch eine gute Feuerrate anhäufen. Nee, du. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ah, gibt es sonst noch was auf der Ebene, was ich haben will? Ich glaube nicht, oder? Wollen wir jetzt so langsam mal DLC für Isaac kaufen? Sollte ich die, der Reihe nach nachkaufen oder jeweils eine Weile spielen? Ich weiß nicht, wie viel hast du das normale Rebirth gespielt? Ich muss sagen, ich fand Afterbirth und Afterbirth Plus von dem Content, den sie für sich selber hinzugefügt haben, nicht zu interessant. Ah ja, Planetarium suchen wir noch. Ich würde wahrscheinlich etwa 100, über 100 Stunden. Ich glaube, ich würde einfach direkt zu Repentance gehen. Die anderen beiden DLCs waren okay, aber... die haben mich jetzt nicht so gefesselt. Secret Room kann ich auch noch mitnehmen auf der Ebene, ja. Und wieder kein Planetarium. Ich will auch gar keins, dementsprechend ist das okay. Secret Room hat nichts für uns. Ja gut, dann gehen wir doch mal direkt weiter. Dann wieder rum. Wir nehmen die Kiste noch mit. Magic 8. Komm schon. Also. Ich will ja jetzt mal nichts sagen, aber... oh. Ich kann in den Curse Room noch rein. Ah, ich habe noch nicht genug Schlüssel dafür, glaube ich, aber... das ist natürlich höchst interessant. Na, wir wurden immer noch nicht Guppy, wie es aussieht. Schade, aber auch. Schade. Ich würde empfehlen, erstmal Shine Rebirth für so 50 Stunden und so zu spielen und dann alle DLCs zu holen. Die DLCs erhöhen nochmal den Schwierigkeitsgrad vom Spiel enorm. Ja. Ich denke auch, dass man erst das Base-Game ein bisschen im V-Alpha gespielt haben sollte. Wieder mehr Wochenend-Streams. Also aktuell sind wir bei exklusiv Wochenend-Streams. Wenn du das am Beginn einer Ebene einsetzt, kriegst du durch die Glyph wieder Schlüsse. Das stimmt. Ja, stimmt. Ich sollte es einsetzen und das mitnehmen und dann kriegen wir auf der nächsten Ebene wieder mehr Schlüsse. Okay. Gehen wir weiter. Zurück in die normale Ebene. Was? Was zum Fick ist hier gerade passiert? Tier ist ab, enorm wichtig. Oh, da sind ein paar Schlüssel. Nee. Das Trinket will ich gar nicht.
Haben wir genug Schlüssel für alles? Nicht ganz. Nicht ganz. Ace of Clubs? Ja, sicher. Und da ist ein Schlüssel. Ach, waren Patrollbomben, glaube ich, gerade. Ah, ich muss sagen, dafür, dass wir so viele goldene Kisten hatten, dafür war die Ausbeute doch eher bescheiden. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber da hätte mehr drin sein können. Rip Darks of Donnerstag kam für einen Tag zurück und starb danach wieder. Ja, ja, ja. Haben wir direkt alles geholt gehabt? Aber eine andere Frage, hast du mal ein paar Tipps für Anfänger, ob man sich erst auf einen Charakter konzentrieren sollte oder jeden immer wieder spielen sollte? Wächst einfach durch nach Lust und Laune bei den Charakteren. Es geht hauptsächlich darum, dass du so ein bisschen die Bewegungsmuster der Gegner lernst im Idealfall. Da spielt sich die größte Rolle, welchen Charakter du spielst. Bookworm! Der König. Der König der Gegner. Ja, wir gehen weiter. Hier ist schon der Boss. Komplementarium-Chance 36%. Jetzt wird es aber langsam Zeit. Oh, ich muss natürlich noch meine Full-Karte mitnehmen. Gut, dass ihr mich dran erinnert. Gut, dass ihr mich dran erinnert. Was macht Bookworm? Bookworm macht, dass du immer wieder, dass du hin und wieder mal zwei Tränen statt einer abfeuerst. Siehst du? Manchmal kommen zwei gleichzeitig raus. Ist einfach nur ein wirklich gutes passives, ja, würde ich Damage Up sagen, DPS Up. Gutes passives DPS Upgrade. Schauen wir hier mal noch eben rein. Contract from below. Ja, sicher, warum nicht? Oh, ich sage es euch, im Shop werde ich richtig in die Donate-Tomat reinbuttern. Aber anfangs extrem viel mit Maggie spielst, macht das Spiel wesentlich leichter. Ja, das kann sein. Maggie ist auch immer sehr langsam. Aber wir könnten uns da noch reinspringen in den Boss-Challenge-Room. Sollte ich auch noch machen. Außerdem von der Vegashi, 2 Monate, Resub, ich danke dir für die gute Unterhaltung und Ablenkung auf YouTube, hab gestern erfahren, mein Krebs ist zurück, deine YouTube-Videos, lenk mich gut ab, bleib wie du bist, oh fuck. Oh, das klingt mies. Gute Besserung. Ich hoffe, das wird sich, möglichst gut lösen, auflösen. Mies. Welchen jetzt hier hat man die Stats links? Ich glaube, die kamen direkt mit, Afterbirth. Wenn mich nicht alles komplett täuscht. Wo du die Tür aufmachst, kannst du mit Polaroid noch bei der Bloodbank abkassieren. Ich brauch's nicht wirklich. Hey, da ist mein Planetarium. Ich glaube, das ist an dem Punkt nur Zeitverschwendung für uns. Hey. Reden wir mal von Zeitverschwendung. Die Sache ist, ich werde nicht 0,3 Speed aufgeben. Wir nehmen das Planetarium nicht mit. Minus 0,3 Speed ist halt, wenn wir sowieso schon 0,9 haben. Also tue ich mir keinen Gefallen mit. Vor allem, nee, vor allem die Herzen, die ich dafür bekomme, die bringen uns ja auch nichts. Das bringt uns ja alles nichts. Danke, wird schon, hoffe ich. Ich weiß jetzt, mehr oder weniger, was auf mich zukommt. Unschön, aber, ja, gute Besserung sagt man, glaube ich, am besten. Ich wollte sagen, viel Erfolg. Ich glaube, gute Besserung ist, am sinnvollsten. Das wird schon. Ist das der Magier, der bei Dragon's Dogma, Zombie unterstützt? Ganz recht, der Mogia. Komm, easy. Easy Pickup an der Stelle. Das sage ich doch nicht nein. Da würde ich gern nein sagen, aber okay. Donate Tomat werden wir nichts einzahlen, wie es hier herausstellt. Also, ziemlich stark soweit.
Doch, doch, doch. 4,5 Volt ist stark. 4,5 Volt ist stark. Boss Challenge Room. Ja, yeah, genau, genau, genau. Den wollen wir noch machen. Wird auch beim Mausoleum noch einen Shop geben. Ja, yeah, aber ich habe auch noch 43 Cent jetzt übrig. Also auch wenn ich alles versucht hätte einzuzahlen. Ich glaube auch dann hätten wir noch mehr als genug übrig gehabt. Man kann sagen, warum läuft keine Musik? Da läuft Musik, die ist nur wirklich leise. Okay, gleich haben wir wieder Bomben. Ich glaube, es bringt mir nichts, aber ich will hauptsächlich die Gegner einfach nur sterben sehen. Ich will einfach nur ein bisschen mit C-Section Spaß haben. Oh, danke schön. Nee, ich würde sagen, bisher akzeptabel. Akzeptabler Bild soweit. Warum ist der Incubus eingefroren? Wegen dem King Baby. Was in dem Punkt glücklicherweise absolut keinen Unterschied macht. Blank Rune beim Planetarium rumnutzen und hoffen, dass es Perf Row ist. Oder die Black Rune. Du hast recht, das sollte ich machen. Könnte ja hilfreich sein. Im Idealfall. Als ob du als erstes Item C-Section bekommst. Ja. Manchmal muss es statistisch gesehen solche Runs geben. Ich meine, wir haben Luck abbekommen. Und ich wusste, die Blank Rune wird immer... Bankomat in der Arcade. Ein guter Donatomat. Die Blank Rune wird immer zur Black Rune. Das ist immer so. Range Up ist quasi Damage Up für C-Section. Oh ja, stimmt. Sollte dann länger im Raum bleiben. Außer von Chrono, 70 Monate, Resub. Und von der Danksa, 3 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir können hier einzahlen, aber nicht. Wir machen nächste Ebene. Wir haben nächste Ebene natürlich noch einen Shop. Frühkarte habe ich dabei. Wir sind bereit. Bisschen nervig, dass wir jetzt gerade Stampfermarm haben. Die sind nämlich ein bisschen ungünstig mit C-Section zu bekämpfen. Aber kriegen wir hin. Easy. Polaroid? Ja. Kein Deal für mich. Small Rock! Kein Small Rock für mich. Ja, wir können an der... Ist ja was? Ich habe gesagt, wir machen es nicht, weil wir es nicht nötig haben, aber... Bisschen können wir ja schon machen. Vor allem, weil es sowieso nur jeweils ein halbes Herz kostet. IV-Bag. Naja. Immer dann, wenn man noch ein bisschen mehr Geld haben will, dann zahlt die Bloodbank einfach... der Donatomat zahlt dann einfach so früh aus. Lieber ist er recht, aber bin ich nach einem Run immer so ausgelockt. Du ziehst gefühlt immer einen nach dem anderen durch. Ich meine, im Stream ist auch immer was anderes, ein bisschen. Außerdem von der Jeremy Treu. 11,99 € Superchat. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Black Rune wohnt in der Black Rune Straße. Oh ja, oh ja. Okay. Dann haben wir noch ein paar Items zu holen, vor allem auf dem Rückweg. Und ich würde sagen, prinzipiell, vor allem jetzt mit der Batterie, sollten wir noch sehr stark werden. Ach, shit. Au. Ja, wir nehmen einfach mal noch ein bisschen unnötigen Schaden. Aber ich sollte noch sehr stark werden können. Dadurch, dass wir auch noch sehr viel Devil Deal Items vor uns haben. One makes you small. Klar, warum nicht? Oh ja, er friert einfach ein wegen dem King-Baby-Effekt. Jetzt sehe ich es erst. Das ist ja wirklich, also... Er ist ja wirklich buchstäblich eingefroren. Das ist seltsam.
Er flattert nur dann, wenn man was drückt. Ha. Und die ganzen roten Schalter, sowas haben wir doch gar nicht nötig. Das haben wir nicht nötig. Update, die Tabletten wirken weniger als ich dachte. Kann kaum was essen, weil kaum wehtut. Am Kiefer, am Ohr, will wegen dem Codein aber auch nicht unbedingt mehr nehmen. Es hat ein Arzt gemeint, wie viel du davon pro Tag nehmen sollst, kannst, darfst. Ich meine, wenn die Wirkung noch nicht da ist aktuell, dann, wenn du nicht mal essen kannst vor Schmerzen, dann, weiß nicht, ich glaube, das ist nicht gut. 3 am Tag. Wie viel hast du jetzt? Eine? Wenn du eine hast, dann kannst du noch eine zweite machen. Zwerster gehen wir nicht wieder. Eine, ja. Ich meine, also ich kann es ja noch eine zweite nehmen. Oh, wo ist der Secret Room? Ist bestimmt da links. Nee, dann ist er da oben. Auch nicht. Dr. Mögi hat gesprochen, der Arzt meines Vertrauens. Ja, ist ja Schwachsinn, wenn du 3 pro Tag nehmen kannst, du hast das eine genommen und es bringt nichts. Und du hast immer noch Schmerzen. Ist ja nicht wirklich der Sinn der Sache. Ja, wenn wir jetzt noch das zum Rerollen hätten. Naja. Gibt's noch einen Char, der Greedia bei dir braucht? Ja, es gibt noch einen. Es gibt noch einen Charakter, der Greedia braucht. Ich zieh mich daran, dass ich Anfang Mai alle Weisheitszähne rausbekomme. Ist aber besser als die Johnny-Alternative, der irgendwie meinte, oh ja, wegen den Weisheitszähnen. Ich glaube, ich bin seitdem taub am einem Ohr. Wahrscheinlich sollte ich mal zum Arzt gehen. ich weiß nicht, ob ich darüber hinwegkommen werde. Er hat das einfach so casual erzählt. Ah ja, ich höre nichts mehr am linken Ohr. Liegt wahrscheinlich an Weisheitszähnen. Wahrscheinlich sollte ich zum Arzt. Ist Isaac eins meiner Lieblingsspiele? Ja, ich würde schon sagen. Ja, Tainted Jacob fehlt mir. Ja, nervt halt kaputt. Naja. Ah, ich glaube, ich komme nicht in den Boss-Challenge-Room mehr rein. Hat er solche Schmerzen? Ich glaube, Johnny hat keine Schmerzen. Karma, nimm mit. Ich meine, ja, wir können... Haben wir noch eine eine Maschine, an der wir überhaupt was ausgeben werden? Ach, fuck. Lass mich nochmal den Effekt durchlesen. Wenn wir noch ein bisschen was donaten wollen, sollte schon was bringen. Ja, doch, doch. Bringt uns an dem Punkt mehr als... Ne, warte, das ist genau falsch rum. Ach komm, bin ich dumm? Bringt uns an dem Punkt mehr als Counterfeit Penny mit eh fast 99 Cent. In den Challenge Room kann ich mich nicht reinsprengen, weil wir da gegen Greed gekämpft haben. Und deswegen sind da so Stahlträger vor der Tür. Hat jemand geschrieben, by the way, 3 am Tag bedeutet alle 8 Stunden. Das war halt ein Allgemeinmediziner und kein HNO. Ich glaube, der unterschätzt meine Schmerzen, aber es ist jetzt wenigstens aushaltbar. Ja. Naja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wenn es noch nicht gewirkt hat, dann solltest du eine zweite nehmen. Ich meine, bringt ja nichts. Bringt ja nichts, wenn nicht. Gott, ich liebe diese Räume. Ich frage mich, warum wir nicht mehr davon im Spiel haben. Es ist einfach nur der größte Spaß überhaupt. Was macht Brim? Wir finden es einfach raus. Oh, okay.
Interessant. Was ist das? Dann nehmen wir auch mit. Conjoint? Ja, doch, doch. Doch, 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 doch. Das kommt langsam zusammen. Ja, kann man denn erstmal mitarbeiten, würde ich sagen. Dieser Streamer sieht Zombies Vasall verblüffend ähnlich. Soul of Isaac. Ja, bitte. Nee, nicht. Ich glaube, das will ich nicht. Ich glaube, das will ich nicht. Komm, können wir mitnehmen? Trickle Charge. Wir donaten Geld ein und danach... Ach, ich bin so klein, ich kann mich da nicht so reinquetschen. Oh mein Gott, schau ich den Lachs-Set an. Elf Lack, wollt ihr mich verarschen? Und dann nehmen wir Trickle Charge mit. Oh, hallo. Was machst du denn hier in meinem Shop? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Das mit dem Soul of Isaac, das werde ich irgendwo verwenden, wo wir mehr als ein Item haben, das dadurch rerollt wird. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter, oder? Ich denke, wir wurden relativ stark in diesem Run. Auf dieser Ebene, meine ich. In dem Run generell aber auch. Wenn du den Gegner verlangsamst, bleiben die Babys länger drin. Ja, aber ich verlangsame damit auch die Projektile der Gegner. Und das ist speziell, wenn man gegen The Beast kämpft und Shivia ist da, Dogma und sowas. Das ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das war der, spielst du mit Content-Mods? Ich spiele mit keinen Mods, die irgendwelche Items so Charaktere so hinzufügen, sondern nur Sachen mit UI-Zeug und sowas. Will ich weiter? Ich will weiter. Rotier verlangsamen ist auch eigentlich auch immer gut, weil man einfacher ausweichen kann. Nee, ich glaube, das Feuer bei The Beast wird super komisch, wenn man langsamer macht. Ich glaube, das Feuer war sehr seltsam. Wenn mich gerade nicht alles komplett täuscht. Auf der Ebene sonst noch was? Ich schaue einfach nach. Ah ja, ich brauche noch Herzen für die Goldräume. Wir brauchen noch ein paar Herzen. Oh, eine böse Kiste. Ich bin einfach so reingerannt. So wird das aber nichts mit mehr Herzen. Ich stelle mir gerade die Frage, gibt es überhaupt noch im Devil Deal Pool irgendwas, das ich haben will? Ist das, was ich hier mache, überhaupt noch sinnvoll? Twisted Pear? Ja, wahrscheinlich. Ein Goldraum kann ich halt ziemlich stark rerollen mit der Soul of Isaac. Hallöchen. Na, ich würde sagen, viele meiner Lebensprobleme haben sich soeben gelöst. Oh mein Gott. Es kommt so viel einfach raus. Es ist so dämlich. Ja, da war ein Goldraum. Hatte ich hier? Da war ich drin. Ja, den hatte ich schon. Und lass mal noch ein paar Herzen mitnehmen. Oh, wir wollen sowieso dann noch die ganze Ebene bei der Mine machen, weil mir vielleicht da noch ein Gegner fehlt. Genau hier. So, hier wollen wir durch. Hör mal die Schnauze, Maggie.
Ja. Das wäre früher wahrscheinlich besser gewesen. Naja. Naja. Bisschen zu spät dafür an dem Punkt. War ich hier drin? Hier war ich auch drin. 4,5 Volt war ein Fehler. Nee. 4,5 Volt wird sich bei Kampf gegen The Beast und Dogma auszahlen. Aber ich wusste nicht, dass... Ich glaube aber Trickle Charge funktioniert nicht mehr wegen 4,5 Volt, oder? Ist das eine Sache? Au! Was ist der denn so stark? Was wollte der denn jetzt von mir? Unglaublich. Warte, ist das Trinket noch? Ich sehe es nicht. Ja, ich habe noch das Devil Deal Trinket. Da werde ich gleich mal ein bisschen was einzahlen. Ich mach mal von oben, damit das ganze Zeug nicht in mich reinfliegt. Das ganze Zeug, das ich ausbezahlt bekomme. Kann sein, dass 4,5 Volt mit Repentance mein Geschlechter wurde. Er hat das Gefühl, das war früher immer gut. Ah, es kommt immer auf den Run an. Es kommt ein bisschen auf den Bild an, ob es gut ist oder nicht. Ein Shop-Item gratis. Das bringt mir an dem Punkt auch nicht mehr viel. Bin ich doof oder sieht man Pluto nicht in der Item-Anzeige? Ah, jetzt habe ich nicht mitgenommen. Das habe ich mit einer Black Rune mir einverleibt. Oder was auch immer das für ein Planetarium-Item war, was wir hatten. Ich glaube, mit Wooden Cross sind wir besser dran. War der Typ neu? Hier kommen auf jeden Fall ein paar Gegner, die mir nicht bekannt vorkommen. Für 11 Luck ist die Ausbeute echt nicht gut. Ja, wir können halt auch nur bedingt viel aus den aus Kisten und sowas rausbekommen. Wobei aber goldene Kisten ganz nett wären. Ah ja, ich hab Contract from Below. Was bringt das zu 33% einfach nichts gedroppt wird? Ach, ich meine Automat gerade. Nee, der Automat ist unabhängig vom Luck-Stat. Es wirkt immer so, als ob es zusammenhängen sollte. Das tut es auch nicht. Wisst ihr was? Wir packen Wooden Cross weg. Ich habe beschlossen, dass ich die Wisp lieber haben will. Lucky Foot erhöht halt, der schon wieder. Lucky Foot erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man aus Automaten was rausbekommt. Trickle Charge funktioniert nicht, kommt auf das Spacebar-Item an. Aber warum funktioniert Trickle Charge mit dem Buch dann nicht? Die unbekannten Gegner spawnen, weil du über die Mines to the Beast gehst. Ja, ja, ich weiß, das habe ich auch ganz bewusst so gemacht. Das habe ich auch gemacht, damit diese Gegner kommen können. Ja, schon wieder. Bete mit uns, Isaac. Isaac, wir wollen jetzt beten, bitte. Wir chillen jetzt mit Jesus. Der Wurm ist auch immer richtig nervig. Halbes Soul Heart. So, ich bin auf jeden Fall langsam mal bereit für meine Goldräume. Für den einen. Wir haben nur einen zum Mitnehmen. Aber in dem können wir dafür auch eine wirklich gute Ausbeute rausholen. Nö, brauchen wir nicht. Stammzellen brauchen wir nicht. Ich habe beschlossen, jetzt aufzuhören, die ganzen Münzen die ganze Zeit mitzunehmen. Ich habe das erste gemacht und gleich alle Chars fertig und Items komplettiert. Hab mich dann gewundert, wieso ich nicht Dead God freigeschaltet habe und vor allem, warum mir Monster fehlen. Ja, ich weiß gar nicht, welche Monster mir fehlen können.
Ich habe auch keine Ahnung, ob jetzt eins dabei war, was wir noch nicht hatten in den Minen, aber wir werden es dann schon sehen. Den Wurm kenne ich auch. Der kommt mir auch bekannt vor. Muss man Henry gesehen haben? Den alten Henry, den braucht man nicht. Komm, easy Entscheidung an der Stelle. Da gehen wir easy on the Pepsi. Sieht auch ziemlich schön aus. Ich glaube, ich wurde deutlich schwächer im Vergleich zu vorhin. Dann wiederum... Die kleinen Freunde müssten ja auch erstmal... Ach, die wurden gar nicht mehr zu Devil Deals, weil es auf dem... weil es auf dem Hinweg schon bestimmt wurde, was für Itempools man da hat, fällt mir gerade auf. Das konnten gar keine Devil Deal Items mehr werden. Was habe ich verpasst? Bist jetzt ziemlich OP geworden. Also wenn du vor 20 Minuten da warst, dann weißt du, dass der Run mit C-Section gestartet ist. Dementsprechend würde ich sagen, ist ungefähr so gelaufen, wie man es erwarten würde. So, jetzt bekommen wir das Buch auch richtig schnell aufgeladen. Jetzt ist 4,5 Volt auch endlich gut. Schau euch die an. Oh Gott, aber die machen katastrophalen Schaden. Oh nein. Warum habe ich zweimal Schaden genommen jetzt? Ich wünschte, der Damage, den wir austeilen, wäre nicht komplett scheiße. Aber gut. Ja, ich schätze, Isaac Sword werde ich dann in... Okay, ich lade das Buch sehr viel schneller auf, wenn ich einen starken Gegner angreife. Wir werden wahrscheinlich das Mom-Item dann rerollen. Naja. Naja. Es dauert ein bisschen, bis wir überhaupt richtig damit angreifen können. Aber wenn wir mal zuschlagen, dann ist es nicht zu übel. Shotspeed. Ja, Shotspeed fände ich gut. Shotspeed fände ich sehr, sehr gut für diesen Build. Crawl Space! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Fuck! Säumik hat es wieder mal geschafft, einen Run zu killen? Nee. Ich kann das Buch so schnell aufladen, ich denke, der Run ist an dem Punkt. Es dürfte unmöglich sein, den Run zu verlieren. Wenn ich die Bosse angreife, sollte ich so schnell die immer aufgefüllt, mein Buch aufgefüllt bekommen. Außerdem Fragranti, 15 Monate, Resub, wie lieben Dank. Sei das nicht zu laut? Nee, ich lehne mich weit aus dem Fenster, ich sag das laut. Ich schreie es in die Welt hinaus. Warum lehne ich mich überhaupt hier hin? Ich glaube, auch wenn du nicht mehr so viel Damage machst, wird das Buch so schnell aufgeladen, dass du quasi unbesiegbar bist. Ja. Okay. Aber das wechselt nur zwischen zwei hin und her. Wir nehmen natürlich Plop. Und Demon Baby, schätze ich. Ja, jetzt kommen zusätzlich noch ein paar Augen. Warum nicht? Was für Tipps hast du für Isaac-Anfänger? Einfach versuchen, die Gegner, die Bewegungsmuster der Gegner zu lernen. Und dann läuft das schon alles. Der Rest kommt mit der Zeit. Mom's Key. Ein bisschen spät dafür. Welche Chars fehlen noch? Tainted Eve fehlt noch eine Sache. Dann Lazarus. Und Tainted Jacob. Tainted Eden bin ich mir unsicher, ob ich den hatte. Warum habe ich zwei kaputte Herzen? Wegen der Karte, die ich gerade eingesetzt habe, für die ich zwei Items bekommen habe.
Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber mein Buch wird überhaupt nicht aufgeladen gerade. Naja. Naja. Aber Dogma kommt auch nicht wirklich dazu, mich anzugreifen. Ah, jetzt kriegen wir es schneller aufgeladen. So ein bisschen zumindest. Oh, ich habe immer noch 0,9 Speed. Au. Ich muss sagen, 0,9 Speed macht sich jetzt gegen Dogma in der Phase doch ein bisschen bemerkbar. Sehr gut. Ah ja, mein Brimstone hat doch noch eine begrenzte Range jetzt. Wie bekommt man die Stats auf der linken Seite auf PS5? Du musst die DLCs haben, damit du die Stats sehen kannst. Wenn du nur Rebirth, die Basic-Version hast, ohne DLCs, dann geht das noch nicht. Kam dann erst später dazu. Oh ja, das wird sehr viel Scheiße auf dem Bild, aber... Ich meine, es ist das euer erster... Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut, ich sehe nichts. Ich habe gehört, in Isaac ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn man sehen kann, was passiert. Erzählt man sich. Ich glaube, es ist trotzdem noch stark. Ja, Schildtier hier ist mir jetzt schon zu stark. Wenn das Bild schon anfängt, schwarz zu blinken. Immer schön das Buch aufladen. Crash incoming. Nee, 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 nee. Die Augen, die spawnen nach einer Zeit hier wieder. Glaube ich. Hoffe ich. Zuerst, du hast recht, ich sollte ein bisschen aufhören zu feuern zwischendurch. Wenn wir nicht crashen wollen. Ich glaube, dafür bräuchte ich irgendwelche Tränen-Effekte noch. Oh mein Gott, ich habe ein Luck-Set von Alpha. Ich glaube, ich habe nichts, wovon Luck, was von Luck profitiert, oder? Ich habe nichts, wo mir Luck was bringt. Sehe ich das richtig? Da ist der Luck ab. Weg mit dir. Bitrate, die Bitrate macht der Cam zu schaffen. Ja. Okay. Wir sagen, anfangs sah es ein bisschen verzwickt aus, aber jetzt? Jetzt sind wir richtig im Spiel. Ja, jetzt wird das Buch auch so schnell aufgeladen. Komm hier vor. Die Brimstones sollen ihn treffen. Schaden ist... absolut nicht so, wie man meinen würde. Also überhaupt nicht. Aber das ist okay. Auch nicht schlecht. Was ist das für komische Herzcontainer? Oh, das gebrochene Herz habe ich von einer Karte bekommen. Für die habe ich zwei gebrochene Herzen in Kauf genommen und dafür zwei Items bekommen. Eins davon war Plop. Was jetzt gerade die Bitrate gekillt hat. Und wir haben gewonnen. Das kennt ja meine Großmutter besser. The Swarm! Der Schwarm ist da! Sehr, 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 sehr schön, möchte ich meinen. Swarm ist gut. Jetzt die Jumbo Schreiner-Mod installieren? Nein.